Und damit herzlich willkommen zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Ah, da vorne brennt es ja auch schon. So wie es aussieht, das Gerüst. Ah, ich dachte gerade, da vorne brennt es auch, aber das ist nur ein Tier. Oh, Farbeimer und Müllsäcke, da halten wir natürlich Abstand, bevor hier uns die Teile um die Ohren fliegen und die giftigen Dämpfe. Damit wir die nicht einatmen, nehmen wir auch hier unseren Atemschutz. Das Atemschutzgerät schützt vor gefährlicher Rauchentwicklung. Der Füllstand wird auf der Anzeige des Gerätes angezeigt. Leere Atemschutzgeräte der Fahrzeuge können im Lager gegen volle ausgetauscht werden. Alles klärchen. So, wo ist jetzt der Schlauch? Oder der Schlauch besser gesagt. Wahrscheinlich wieder auf der Seite. Weil Zeit haben wir ja noch genug. So, ein C-Schlauch reicht. Und hier sehen wir wieder die zwei Verkehrshinder. Oder kleine Feuerchen ist für uns überhaupt kein Problem. Florian 2 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Haben wir eigentlich nur das Atemschutzgerät auf? Weil ich merke davon irgendwie gerade gar nichts. Und komisch. Da gucken wir gleich mal. Oder haben wir die Maske gar nicht aufgezogen? Dann könnte natürlich es auch sein, ne? Oder wie zieht man jetzt die Maske auf? Auf 3. Ja, aufziehen. Ja, auch gut zu wissen, ne? Es bringt keine Maske, die man nicht aufsetzt, ne? Also, Junge, du musst noch viel lernen. Abziehen und reinlegen. Tor zu hinten, glaube ich, auch, oder? Also klar, ne, aber. Okay, war noch auf. Einsteigen. Alles ausmachen. Und zurück zur Zivilisation. Natürlich alles sehr langsam, weil wir wissen es ja. Die Fahrzeuge kommen schneller ins Schleudern als hier normale PKWs, ne? Das ist ja voll realistisch. So muss das auch sein. So, 17 Uhr haben wir. Geschlafen haben wir schon. Also geschlafen. So, was stellen wir denn jetzt mal Schönes ein? In der Zwischenzeit. Ich möchte jetzt hier mit dem Fahrzeug eigentlich nichts machen, bevor das wieder umkippt. Aber wir versuchen mal, wie weit wir hier hochkommen. Oder ob hier hinten gleich schon wieder Schluss ist. An dem hier kleinen Berg. Och, Menno, hier schon wieder Schluss. Doch, das ist ja gemein. Hüpfen bringt hier auch nichts. War unglaublich, wie stark wir sind, ne? Irgendwie muss man dann mal hier weiter hochkommen. In irgendeiner Stelle haben die doch wahrscheinlich mal die Absperrung vergessen. Da haben wir es dann hier vorne. Berge und Wasser könnte das sein. Oder was ist da vorne? Seht ihr das? Der graue da. Ist das Wasser oder? Einfach nur eine fehlende. Oh, geil. Ja, Leute, ich bin ganz verleitet, das jetzt auszuprobieren, aber wir wollen jetzt mal eine Schicht schaffen, ne? Aber auf jeden Fall darauf kommen wir zurück in einer anderen Folge. Da gehen wir mal ein bisschen schwimmen oder gucken uns mal hier das graue Etwas an. Am Ende der Map hier. Ja, ob wir weiterkommen, glaube ich schon, aber
Jetzt sehe ich es willkommen, Alter, aber ich riskiere das jetzt echt nicht, weil das ist mir. Das ist mir echt zu riskant. Und es kommt jetzt eh gerade ein Einsatz. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Es ist ein Feuer ausgebrochen und Öl ausgelaufen. Begib dich bitte umgehend dorthin, lösche den Brand und nimm das Öl mit dem Bindemittel auf. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 2 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Okay. Jetzt komme ich hier irgendwie nicht mehr rüber. Wo war das denn, wo wir hier rüber kamen? Weil das Licht, das war eben so eine Art Bug. Also klar wird es irgendwie ein Bug sein, ne? Wenn normalerweise ist das nicht Sinn des Spiels, dass man hier rüberkommt. Aber man konnte doch hier gerade. Auf jeden Fall werden einen Einsatz wir machen. Wir schauen da später mal nach. Jetzt hüpfen wir mal zu unserem Auto. Ja, wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit. Auf jeden Fall, das gucken wir uns später nochmal an. Mal jetzt hier nochmal eine Schicht riskieren. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja auch mal die Drehleiter fahren können. So, jetzt die Frage, wo lang müssen wir? Weil weiter kann man die Map nicht raussuchen, was natürlich sehr schade ist. So dass wir jetzt nicht wissen genau, ob wir jetzt richtig sind oder ob wir Richtung Feuerwache fahren müssen. Ja, das stimmt. Ach, hier vorne, okay. Also im Industriegebiet. Und es gibt ja auch seit kurzem einen Patch zu dem Spiel. Bremsen, nicht so weit. Nicht umkippen. Okay. Ich bin mir schon ganz heiß, ey. Das sah bestimmt lustig aus von der Außenperspektive. Wie wir hier uns wie ein Karussell drehen. So, jetzt müssen wir hier rechts. Auf zum Gewerbegebiet. Hopp, hopp. Gib mal hier Gummi. Aber bitte nicht in den Kurven, weil das ist echt tödlich hier in dem Spiel. Was wäre es schön, wenn hier die Fahrzeuge so wie in GTA wären, dass sie sich selbstständig wieder so aufstehen, wie als ob nichts passiert wäre. Klar, es wäre nicht realistisch, ne? Aber ich meine, was ist schon realistisch am Simulator? Ne? Also gibt da jetzt kaum welche, ne? die so wirklich realistisch sind. Aber die geht's, denke ich mal, auch nie so gehen. Am Einsatzort eingetroffen. Oh, an der Tankstelle! Das ist nicht gut, Leute. Ja, auf jeden Fall, bevor ihr die Tankstelle hochgeht, dann gibt es einen lauten Knall. Und nicht nur das, ich glaube, da fliegt hier die ganze Stadt auseinander. Auf Atemschutz verzichten wir diesmal. Weil, ne, bevor hier die Tankstelle hochgeht, das wäre schlimmer. Also natürlich in der Realität nicht, ne, aber jetzt hier, obwohl die Schrottkarren, die kann man eigentlich getrost abfackeln lassen. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft. Jetzt müssen die ausgelaufenen Betriebsmittel mit dem Ölbindemittel aufgenommen werden. Und jetzt geht wieder eine scheiß Gruppe. Fahr, du Arsch, hier ist genug Platz, Mann. Ey. Oh, komm hier gleich rein. So, das ist ein Auto in der Verrasse davon. Diese Leute heutzutage, keine Geduld. Wir sind hier mitten im Einsatz, aber Hauptsache, ne? Hupen. Und hier unseren Einsatz stören. Auch hier wieder kleine Ölfleckchen. Das
sieht man aber auch gar nicht. Jetzt wird das so stockdunkel. Die Tankstelle, die spart ja auch, ne? Können ruhig hier mal Licht einschalten. Wieder aufkehren. Vorher natürlich kann das Auto laufen. Einmal rum und die Kurve reinpacken. Die Türen können wir hier schon verschließen. Hier auch. Und jetzt einmal mit dem Besen. Und das in der 3 Minuten, aber das ist natürlich locker zu schaffen, locker flockig. Schrubbi die Schrupp. So, wo ist denn hier noch was da vorne? Ja. Florian 2 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Und schon ist diese dramatische Musik vorbei und die weniger schöne Musik fängt wieder an. Die ein bisschen mystisch wirkt, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Oh, wer hupt denn jetzt schon wieder? Leute, seid ihr alle behindert im Kopf, ey? So, auf zur Wache. Wir haben jetzt noch 8 Stunden in dieser Schicht und wir sind noch nicht umgekippt, ne? Leute, das ist ein Fortschritt. Um das mal zu erwähnen. Schlafen haben wir ja, wie bereits schon mehrfach erwähnt. Und bei dem Grillensound hier im Hintergrund ist einem echt zum Schlafen zumute. Aber hoffentlich legt unser Auto sich gleich nicht schlafen. So. Wir müssen nicht anhalten, weil hier war ja keine Ampel, ne? Wir haben eine kleine Abkürzung genommen. So, jetzt ganz langsam fahren. Jetzt ruckelt es wieder sehr stark. Bei der FPS-Zahl ist ja natürlich kein Wunder. Aussteigen. Hoppala. So, ja, laufen. Alles endlich. So, jetzt fürs gucken wir mal hier hinten, ob wir hier weiter können wir Fahrrad fahren. Nein. Irgendwas sieht man hier wohl anstellen können, ne? Ich habe da viele Easter Eggs, bis jetzt haben wir keinen gefunden, außer einen hier, das mit dem Bild, aber das haben wir ja noch nicht gemacht, weil. Ja, weil. Keine Ahnung, weil, ne? Kann man die Lampen hier anschalten irgendwie? Nein, aber wenigstens kann man nicht hindurchlaufen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Wesen hier kann man nicht benutzen, nein. Okay. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage, außer dass mir voll müde ist. Aber was ist denn hier drin? Ach, die Werkstatt, okay. Ja, sehr viel los ist hier ja nicht, ne? Hier ist die Wassertankstelle. Unser Fahrzeug brauchen wir aber nicht auffüllen, weil. Das ist ja noch voll der Tank. Aber die Batterie, das Fahrzeug, das Licht machen wir mal schnell aus, bevor die Batterie leer wird. Es ist ja hier in dem Spiel erstmals möglich, dass die Batterie schlapp machen kann und dann stimme da. Besonders gemein natürlich, wenn man einen Einsatz hat. So, ja, was kann man hier anstellen? Gucken wir uns mal die Wahl an, ob wir hier. Sollen wir trainieren? Laufen geht nicht, aber Gewichte können wir mal kurz stemmen. Weil um 2 Uhr nachts haben wir natürlich nichts Besseres zu tun hier, als hier ein bisschen uns fit zu halten. Bei den wunderschönen Animationen hier ist das auch echt aushaltbar. Komm noch eins, hopp! Komm, den schaffst du auch noch, sehr gut. Boah, wir bekommen Mucks hier. Wahnsinn. Ah, die Tür geht auf, okay. Die Umkleiden. Alles senkrecht? Geht hier was auf? Nein. Ich hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt, weil es extrem ruckelt momentan. Nein, hier geht nichts auf.
senkrecht. Aber ihr habt es auch gehört, mein Wecker hat gepiept, mein Timer. Und damit ist die Folge hier auch Ende. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Ja, hallo. Ist ehrlich. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und tschüss.